ob es ohne diese Schwäche zu Punkten gegen den FC Bayern gereicht hätte? Mehr als fraglich. Aber auch beim 0:4 gegen den Rekordmeister trat beim SC Freiburg mal wieder ein Problem auf, das die Breisgauer schon durch die gesamte Saison begleitet. Fast im Wochenrhythmus predigt Christian Streich, wir müssen es endlich schaffen, mal in Führung zu gehen. Diese Worte fielen so ähnlich auch am Sonntagabend nach der Niederlage gegen die Bayern. Wir brauchen mal ein 1:0, das gelingt uns in dieser Saison zu selten, weil wir im zweitletzten und letzten Pass nicht sauber genug sind. In den bisher 25 Saisonspielen gelang dem Sportclub nur 5-mal das erste Tor des Spiels. Zwischenzeitlich lag Freiburg in nur 10 Saisonpartien in Front, 6 davon wurden gewonnen. Es liegt auch am Abschluss, möchte man hinzufügen. Punkt gegen Bayern hatte der noch torlose, aber vor allem im Spiel gegen den Ball wertvolle, aus Sandhausen gekommene Winterzugang Lukas Höller die Großchance zum 1:0. Höller scheiterte nach Traumpass von Janik Haberer in die Gasse aber allein vor Sven Ulreich mit seinem Flachschuss an einer exzellenten Fußabwehr des Bayern-Keepers. Lukas, mache ich da überhaupt keinen Vorwurf, nimmt Torjäger Nils Petersen seinen Angriffskollegen in Schutz. Ich habe in dieser Saison schon genug Chancen vergeben und weiß, wie sich das anfühlt. Petersen hat zwar 15 Saisoneinsätze mehr als Höller auf dem Buckel, aber auch schon 12 überlebenswichtige Treffer erzielt. Nach so einer vergebenen Chance schläft man nicht gut, aber man muss Lukas auf der anderen Seite ein Kompliment aussprechen, wie er seine Aufgabe löst und uns hilft, seit er im Januar zu uns gekommen ist. Sich gegen die Bayern so eine Chance zu erarbeiten, spricht auch für Qualität. Ich hoffe, dass er in Berlin eine Gelegenheit nutzt, dort wird es uns mehr nützen als gegen die Bayern, so Petersen weiter. Gegen die Hertha haben die SC-Profis noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel gelang ihnen tatsächlich einmal das 1:0, die Führung konnten sie trotz großer Überlegenheit aber nicht ausbauen und kassierten durch einen Foul-Elfmeter von Salomon Kalou noch den späten Ausgleich. Auch wegen dieser zwei verschenkten Punkte konnte sich Freiburg bisher kein beruhigendes Polster zur Abstiegszone zulegen.